Spitze hat ja schon gehabt, wir wollen eine möglichst große Feldstärke dort erzielen. Und wenn wir jetzt da zwischen dieser Spitze und Platte eine Spannung, eine Hochspannung anlegen, dann merkt man relativ rasch, dass offenbar eine Kraftwirkung entsteht zwischen den geladenen Teilchen und der Flamme und der Platte. Das elektrische Feld bewirkt, dass diese geladenen Teilchen in eine Richtung bewegt werden. Je heftiger man die Spannung auftritt, desto stärker ist natürlich diese Kraftwirkung, so lange bis die Flamme erlischt. Sie sehen auch, das Wachs dürfte auch geladen sein, und das Wachs kann man auch sehr schön. Also der Energiezufuhr durch Erhitzen ist generell.